Hallo und herzlich willkommen hier auf Fluella.de. Wieder mal ein Video zur Aufgabe zur vollständigen Evolution. Es ist eine Ungleichung, und zwar die Ungleichung 2 hoch n soll immer größer sein als n plus 1, wenn n größer als 2 ist. Das heißt, unter Induktionsanfang müssen wir n gleich 2 wählen. Dann steht hier 2 Quadrat, naja, das ist 4. Und das n plus 1, das ist natürlich 2 plus 1, ist 3. Natürlich ist 4 größer 3. Also gilt der Induktionsanfang. Die Induktionsannahme, naja, angenommen für beliebiges, aber festes n gilt. 2 hoch n ist größer als n plus 1. Dann soll auch gelten als Behauptung dasselbe für n plus 1. Sprich, 2 hoch n plus 1 soll größer sein als n plus 1. Plus 1, also n plus 2. Kommen wir zum Herzstück, zum Beweis. Wir sollen genau das hier beweisen. Also fangen wir mal an. 2 hoch n plus 1, das kann ich umschreiben. Potenzgesetz als 2 mal 2 hoch n. Jetzt weiß ich, 2 hoch n ist größer als n plus 1. Also ist das hier größer als 2 mal, naja, n plus 1. Und nun, naja, kann ich das mal ausrechnen. Hier steht dann 2n plus 2. Wir wissen, 2n plus 2 ist natürlich größer als n plus 2. N ist positiv. Eine positive Zahl. Das gilt es auf jeden Fall. Ja, und das sollten wir hier genau zeigen. Hier und hier. Es stehen nur größer, gleich, oder größer oder Gleichzeichen dazwischen. Wir haben es bewiesen. Diese Vollständigkeitsübung ist abgeschlossen. Schaut mal wieder auf www.fluella.de vorbei. Dort sind noch weitere Aufgaben und noch weitere Musterlösungen. Danke.